So Leute, ihr habt richtig gesehen, ein neues Video von mir. Und ich habe gesehen, dass diese Top 5 Liste von 125 schon richtig gut bei euch ankam und ihr wolltet mehr davon sehen. Deswegen haben wir heute mal die Top 5 A2 Bikes. Ich habe günstige Bikes dabei, ich habe etwas teurere Bikes dabei. Also bleibt auf jeden Fall dran, es ist für jeden was dabei. Und an der Stelle wollte ich auch nochmal daran erinnern, das Gewinnspiel läuft aktuell noch. Also wenn ihr noch nicht teilgenommen habt, dann geht einfach auf das Video Top 525er, da ist die Verlosung, da ist auch nochmal alles erklärt. Schreibt da einfach einen Kommentar in das Video und schon seid ihr, wenn ihr Abonnent seid und einen Kommentar geschrieben habt, bei der Verlosung dabei. Und habt die Chance auf das geile Fotobuch und ein paar Sticker. Wir machen es jetzt in zwei Gewinne, hatte ich ja gesagt. Aber ich würde sagen, ohne lang rum zu palabern, fangen wir einfach mit dem Video an. Ich habe mir hier ein bisschen was aufgeschrieben, ihr seht es aber jetzt auch hier auf dem Bildschirm. Wir fangen an, ich habe ja gesagt, wir haben ein bisschen günstigere Bikes mit einem kleinen Einsteiger-Motorrad. Dieses Motorrad würde ich nur den Leuten empfehlen, die noch nicht A1 gefahren sind. Also wenn ihr schon 125er gefahren seid, dann würde ich das Motorrad nicht empfehlen, weil es dann einfach zu wenig Leistung hat und es zu schnell wieder langweilig wird, weil es quasi einfach nur ein aufgebohrter 125er Motor ist. Ich spreche von der BMW 310R. Da gibt es verschiedene Modelle, da gibt es auch noch diese GS, glaube ich. Aber vom Motor her sind die alle gleich. Die kostet in Österreich 4.950 Euro und in Deutschland 4.750. In Deutschland ist es immer alles ein bisschen günstiger. Und es ist, wie gesagt, ein Einzylinder. Ich habe ja gesagt, aufgebohrter 125er Motor, also Einzylinder. 25 kW, also 34 PS. Ihr seht es hier auf dem Bild. Gefällt nicht jedem von der Optik her, aber ja, ich finde es eigentlich schon noch ganz in Ordnung. Also das hier mit der goldenen Gabel und so, da haben sie sich eigentlich schon Mühe gegeben. Hier nochmal bei den technischen Daten, also 25 kW, 34 PS und eine Sitzhöhe von 785 mm, also ist auch für kleinere Fahrer geeignet. Ich habe dann aber noch ein Motorrad, was wirklich eine sehr niedrige Sitzhöhe hat, was dann auch für kleinere Fahrer geeignet ist. Hier steht, BMW gibt es an mit einer Höchstgeschwindigkeit von 143 km/h und einem Spritverbrauch von 3,3 Litern. Also das ist wirklich kaum höher als bei einer 125er. Deswegen kann ich das empfehlen. Wiegt sehr wenig, also es wiegt gerade mal 158 Kilogramm leer. Also mit allen Flüssigkeiten vielleicht so 170, 175 Kilogramm. Also wirklich ziemlich leicht. Und deswegen ist es auch sehr gut für Anfänger geeignet und auch für kleinere Frauen, würde ich mal sagen. Ja, dann kommen wir zum vierten Platz. Auf dem vierten Platz habe ich die KDM Duke 390. Das Motorrad gefällt mir sehr gut, ist auch wieder ein Einzylinder. Ich habe mir mit 44 PS und kostet in etwa 5000 Euro, also 4995 Euro bekommt ihr es auf mobile. Von der Optik her spielt sie wirklich ganz oben mit, weil diese Super Duke Optik haben sie der Duke 390 auch gegeben. Gibt es in zwei verschiedenen Farben, einmal dem Orange, wie ihr es hier seht, und einmal in dem Weiß. Ich finde das Weiß noch etwas schöner, dann nehme ich mit den orangen Felgen und so, ist sehr geil. Mit einer Sitzhöhe von 830 mm ist es schon etwas höher, aber ich würde sagen, so mit 1,60, 1,70 könnte es trotzdem locker fahren. Ja, wie gesagt, 44 PS, sehr agiles und wendiges Motorrad, auch relativ leicht. Ja, also ich finde es wirklich sehr schön von der Optik her, wirklich ein Top-Motorrad, wenn ihr es euch leisten könnt. 390 Kubik und 44 PS ist natürlich nicht so viel, wenn ihr danach wieder ein neues Motorrad kaufen wollt, nach dem A2, also wenn ihr dann aufsteigt auf A, falls ihr das machen solltet, dann müsst ihr es halt euch überlegen, ob ihr die Duke 390 und RC 390 haben ja denselben Motor, dann eben kauft, weil die hat nur 44 PS und das wird dann nach 2 Jahren spätestens wahrscheinlich auch relativ langweilig. Naja. Kommen wir zum dritten Platz schon. Da habe ich die Kawasaki Z900, die neue, mit 70 kW gesetzt. Die normale Kawasaki Z900 könntet ihr ja gar nicht fahren, weil die hat 125 PS. Ist ein rein Vierzylinder,
das einzige Motorrad, was ich mit reinen Vierzylinder habe. Einerseits hat das natürlich, also meiner Meinung nach, hat das einen extrem krassen, mega geilen Sound. Gibt es in 4 verschiedenen Farbvarianten. Also das Rot sieht extrem nice aus. Allerdings ist natürlich das Grün so das klassische Kawasaki Motorrad. Ist sehr, sehr teuer, das Motorrad. Aber wenn ihr euch entscheidet und mehr Geld zur Verfügung habt, wenn ihr euch entscheidet, ja, ich möchte nach dem A2 nicht wieder ein neues Motorrad kaufen und ihr habt ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante oder werdet durch irgendjemanden unterstützt beim Kauf, dann kann ich euch das Motorrad wirklich ans Herz legen, weil da habt ihr wirklich hochwertige Komponenten und ein wirklich ausgewachsenes Motorrad. Kostet allerdings 9.095 Euro, also das ist schon wirklich sehr, sehr teuer. Für ein A2-Bike, da geben die meisten so 4.000 bis 6.000 Euro aus. Da liegt das hier locker 2.000 bis 3.000 Euro drüber. Das müsst ihr wissen, ob ihr es aufwenden könnt, aber empfehlen kann man das definitiv. Wie gesagt, 948 Kubik, also das ist einfach nur ein klein wenig abgespeckter Z1000 Motor und der hat wirklich Punch ohne Ende. 95 PS bei 8500 Umdrehungen, also ist wirklich sehr geil. Gibt es wie gesagt in verschiedenen Farben und es hat natürlich so eine extrem aggressive Optik, was den meisten vermutlich gefallen dürfte. Also das Motorrad gefällt mir extrem gut, ist für kleinere Fahrer sehr gut geeignet. Da haben sie dir eine extrem niedrige Sitzhöhe an den Tag gelegt, was für mich extrem schlecht ist, weil ich bin 1,96 Meter. Aber für kleinere Fahrer deswegen sehr gut geeignet. Ihr müsst allerdings bedenken, dass eine KTM Duke 390 viel, viel leichter und agiler ist als die Z900, weil ihr habt hier einfach eine komplett andere Bauweise. Ihr habt einen reinen Vierzylinder, damit wiegt sie über 200 Kilogramm und eine Duke 390 vielleicht 160, 170 Kilo. Also das müsst ihr bedenken. Wenn ihr damit aber zurechtkommt, kann ich es euch wirklich ans Herz legen. So, kommen wir zum Platz 2. Da habe ich ein schon etwas älteres Motorrad, aber für die Supermoto-Liebhaber habe ich hier die KTM 640 LC4. Das ist die Vorgängerin von der SMCR, wie ihr sie alle kennt, von der 690 SMCR, wie sie alle lieben. Und wahrscheinlich mit die absolut bekannteste Supermoto ist, die so alltagstauglich ist. Ihr habt hier, wie gesagt, auch einen Einzylindermotor mit 640 Kubik. Und 54 PS, das sind natürlich 20 PS weniger als die SMCR heutzutage hat, also die SMCR hat um die 70 PS. Ich kann euch aber trotzdem sagen, ein Kumpel von mir hat die sich jetzt gekauft und holt die jetzt die Tage ab. Also wahrscheinlich kann ich dann auch mal ein Video drüber machen über die Karre, dann kann ich nochmal ein Review drüber machen. Falls ihr daran Interesse habt, gebt dem Video mal einen Daumen nach oben. Die wird trotzdem extrem gut wheelen. Also 54 PS marschieren da trotzdem gut nach vorne. Ihr habt einen Einzylindermotor, der wirklich ordentlich Anzug hat. Eine Höchstgeschwindigkeit wird hier angegeben mit 175 km/h. Ja gut, ihr müsst die, glaube ich, auf etwas unter 48 PS drosseln, weil sie einfach zu leicht ist. Aber ihr habt eine Sitzhöhe von 910 mm, das müsst ihr bedenken. Ihr könnt sie natürlich tiefer legen lassen, aber wenn ihr sehr klein seid, also zwischen 1,60 und 1,70, wird es wahrscheinlich schon extrem kritisch, auf diesem Motorrad zu fahren. Allerdings wäre es für mich ein Top-Motorrad, weil es einfach eine höhere Sitzhöhe besitzt, ne? Also, ihr könnt hier nochmal ein Bild sehen. Es gibt natürlich die LC4 bis 2006 oder so wurde die, glaube ich, gebaut. Das hier ist ein 2005er Modell, da sieht die Lichtmaske schon der SMCR von heutzutage schon sehr ähnlich. Also hier, Alpensumo nennt er sich, auf Instagram könnt ihr ja mal gucken. Der hat wirklich eine extrem geile LC4. Also ich finde, das sieht schon, wenn ihr die ein bisschen zurecht macht, sieht die schon wirklich extrem gut aus. Ja, also da macht er auf jeden Fall nichts verkehrt. Schaut halt drauf, dass diese Karre nicht total geschändet wird, weil die Supermodus, die werden viel gewheelt und auch von vielen Leuten gefahren, jüngeren Leuten, die eben ordentlich angasen. Also schaut da drauf, wenn ihr euch die kauft, dass die gut gepflegt wurde und dann halten die Motoren eigentlich auch extrem lang. Also
20.000 Kilometer ist eigentlich kein Problem für den Motor. Also wenn ihr sie mit 20.000 kauft, 50, 60, 70.000 Kilometer laufen die bestimmt, wenn sie gut gepflegt werden. Ja, aber da könnt ihr euch ja dann auch nochmal selber ein bisschen mehr informieren, falls euch diese Karre gefällt. Kommen wir nun zum Platz 1. Die meisten werden sich es wahrscheinlich denken können, auf Platz 1 habe ich die Yamaha MT-07 gesetzt. Auch die Yamaha MT-07 Tracer könnte da stehen, aber die MT-07 ist einfach nochmal bekannter und ist wahrscheinlich das meistverkaufte A2-Bike, so vom Gefühl her. Sie hat offen 68 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen, also wirklich Punch von unten raus. Das kommt durch den Crossplane Zweizylinder. Also, und ihr habt da auch einen wirklich Top-Sound. 4,3 Liter verbraucht sie auf 100 Kilometer, das geht auch noch komplett fit. Was hat sie für eine Sitzhöhe? Gucken wir gerade mal, 805 mm ist jetzt eine Durchschnittshöhe, wo aber auch kleinere Leute drauf sitzen können, aber auch größere Leute, so bis 1,90 Meter, sage ich mal, kannst du wirklich bequem drauf sitzen und danach musst du halt ein bisschen härter im Nehmen sein. Ja, sie hat 74,8 PS, gibt Yamaha hier an, und wie gesagt, das sind 55 kW. Gedrosselt haben müsste sie ja auf 35 kW, aber ihr könnt sie danach mit 74,8 PS offen fahren, also ihr müsst euch danach nicht zwingend ein neues Motorrad kaufen. Das ist ein großer Pluspunkt daran, an dem Motorrad, warum sie auch für mich in Frage kommt, weil ich danach nicht schon wieder ein neues Motorrad kaufen möchte. Also ihr könnt sie offen fahren und ja, von der Optik her dürfte sie den meisten gefallen, vor allen Dingen jetzt im Baujahr 2018. Kostet sie in etwa 6.700 Euro. Ja, im März kommen die in etwa raus, das neue Modell. Aber ihr könnt natürlich das gebrauchte Modell, das jetzt noch gerade aktuell ist, für in etwa 5.000 Euro in Mobile und eBay Kleinanzeigen kaufen mit ca. 1.000 Kilometern bis 5.000 Kilometern. Also da habt ihr fast ein Neufahrzeug für einen wirklich leiwanden Preis. Also kann man wirklich empfehlen, deswegen kaufen sich die Karre ja auch so viele. Dürfte jetzt keine Überraschung sein, dass die bei mir auf Platz 1 ist, aber ja. Das waren meine Top 5 A2 Motorräder. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Top 5 A2 Motorräder sind oder allgemein eure Traummotorräder. Und dann würde ich sagen, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ich euch weiterhelfen konnte. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt, um bei dem Gewinnspiel teilzunehmen. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.